Und schön, dass ihr am Start seid heute zum neuen Video. Heute das erste Mal in 4K. Würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr das merkt. Achmed sagt, ich muss, ne? Du musst. Wir werden den ganzen Tag Foodtrucks fressen. Dank an Foodflash nochmal. Ich habe mich von denen inspirieren lassen. Die haben ordentlich Ahnung in Hamburg, muss man sagen. Ja, okay, das ist vielleicht auch, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass die gute Ahnung haben. Die haben ein Video gemacht. Diese Foodtrucks werden dein Leben verändern. Ich gucke gleich direkt ins Handy rein. Den ersten Spot, den die getestet haben, den werden wir auch einfach abfahren. Diese Street-Food-Trucks werden dein Leben verändern. Extrem lecker und spicy. Snacks, vegan, veggie, African Snacks. Auf das letzte Mal im Afrikaner habe ich die besten, glaube ich, Chicken Wings meines Lebens gekriegt. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir da auch was irgendwie was Nices kriegen, ne? Mhm. Das war dumm gesagt, ne? Ja. Denkt auch an einen Gutschein, knallt die Kommentare voll. Irgendwas, neuer Tipp, keine Ahnung, was ihr reinknallen wollt. Hauptsache, die Kommentare glühen unter Daumen oben und es gibt einen 50-Euro Gutschein. Ne, Achmed? Ich auch so 50-Euro Gutschein. Ah, dann müssen wir aber noch mal ins Gebüsch zusammenwandern. Ja, weil ich kommentiere auch immer. Ja? Ja, ich will den auch haben. Ja, Kuss, Mann, Kuss. Ja, wir gucken mal rein, was wir jetzt als erstes testen werden. Das sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, was ihr für Einschätzung habt oder für ein Empfinden, was Geld angeht, aber 3 Euro die Stunde finde ich Abzocke, Mann. Und nicht mal ein Parkscheinquittung schon wieder. Oh, was ist aus dieser Welt geworden, Leute? Wenn das Essen jetzt nicht schmeckt, dann hat der Tag mich kaputt gemacht. Achmed, ich habe 3 Euro für eine Stunde bezahlt. Das ist heftig, ne? Oder bin ich dumm? Nee, auch, aber... DJ Khaled halt so, ne? So, hier soll irgendwo ein Biomarkt sein und auf dem Biomarkt sollen diese Foodtrucks sein. Das ist sehr schön hier, sehr schön. Guten Tag, die Dame. Wie geht's Ihnen denn? Ja, gut. Ja? Ja, natürlich. Angenehmes Wetter, ne? Luftiges Kleid, da kann der Tag nur gut starten. Ja. Nette Menschen. Dankeschön, Dankeschön, das freut mich zu hören. Haben einen schönen Tag. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie vorne auf dem Platz sind. Ja, ich sehe sie schon. Achmed sieht. Ist wie mit Stärke die Brille, ne? Die ist mit Stärke doch. Geil. Bist du zufrieden? Sehr. Edeloptics. Edeloptics. Oh, hast du Werbevertrag? Oh, scheiße. Nicht. Schneid raus. Das wird gepiepst sein. Ja. Ja, aber die können sich bei mir melden. Ein bisschen intime Frage noch ganz kurz, bevor wir da sind. Ne? Weil du ja augenscheinlich... Warte, Achmed, warte. Nee, komm, du nein, komm mal hierher. Du willst mich haben. Oh, Entschuldigung. Achmed, komm hierher. Sonst frage ich dich von den anderen. Willst du? Würdest du sagen, du hast mächtig Arschwasser immer? Nee. Nein? Nee. Echt nicht? Null. Niemand einen Fleck hinten drauf gehabt? Nee, eigentlich nicht, das wüsste. Moin, darf ich mit ins Video? Ja, natürlich. Für was filmt ihr? Wir filmen für ZDF. Markus Lanz, richtig? Markus Lanz, ja. Der Nachfolger, Praktikant zur Zeit. Ja, voll cool, nein. Ich auch. Ich habe eine eigene Talkshow. Lass mich raten auf RTL 2. Nee, das Niveau ist zu hoch. Ja, das geht mir auch so. Onlyfans, da bin ich ganz groß. Onlyfans, da habe ich versucht, aber die wollten mich nicht. Ich war zu hässlich. So. Moin Moin, nicht nur Foodtrucks, Obst und Gemüse auch. Ja, ja? Ach, du kennst dich. Habe ich hier vorne noch. Mesh habe ich euch auch. Ach, geil. Das war ganz geil. Du hast nichts für mich, was ich bei dir testen kann wahrscheinlich, ne? Nee, Obst und Gemüse, ne? Dann guck ich, ob du den besten Apfel aus ganz Deutschland hast. Ihr sollt das beste Chicken in ganz Deutschland haben, habe ich gehört. Was heißt Chicken? Aber gutes Chicken, ja. Okay, ja komm, dann nehmen wir erstmal ein schönes. Was ist deine Empfehlung? Ich würde auch die Beefnudelsuppe empfehlen oder die 1, die Wontan-Nudel. Hausgemachte Nudeln in Sesamsoße, Möhren, ja. Das klingt auch geil. Sesamnudels-Chicken. Können wir da so eine ganz kleine Portion haben? Nicht so ein, eine kleine zum Probieren? Ja, das wäre mega, das wäre mega. Also Leute, ich spiele mit dem Gedanken, ob wir die komplette Bewertung diesmal ganz am Ende einmal bam, 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 kurze Einblendung vom Laden und dann bam die Bewertung machen. Natürlich werde ich vorab meinen Senf dazugeben, weil wir werden hier schön diesen Foodtruck, wenn der schon hier ist, auch noch natürlich mitnehmen. Lange Reihe. Bio Company, soll das der Parkplatz sein hier? Ottos ist auch da drüben. In Hamburg im Moment beinahe meine Nummer 1. Oh, weiß ich nicht, müsste ich drüber nachdenken. Vielleicht schneiden wir es raus, weil ich nicht genügend drüber nachgedacht habe. Aber die machen relativ gute Burger. Ah, 100% Biofleisch. Sag mal, eine Frage hätte ich noch. Ne? Ich habe ja gesehen, Fleisch, alles Bio. Ne? Wie ist das mit den restlichen Zutaten? Sind die auch Bio oder nur Fleisch? Okay. Schon eben nachgehakt. Keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker. Also echt basic. Da darf man sich halt nicht täuschen, wenn man so, sag ich mal, übliche Asiatenesser ist und dieses so boom erwartet. Das wird es wahrscheinlich hier nicht sein, aber das ist mir 10.000 Mal lieber. Und jetzt wird gesnackt. Wir gehen mal da vorne hin wegen den Geräuschen. So Leute, wir werden hier jetzt uns mal reinfetzen.
sag euch, es gibt so Gerichte, ne? Da beißt du rein, ich habe nicht mal irgendwas wirklich probiert, aber ich snack da rein und ich weiß jetzt schon, das wird übelst heftig. Und das schmeckt derbe geil. Die selbstgemachte Soße, die machen die Soßen alle selber. Ich habe extra gefragt, nichts Teilladen, Fertigsoße aufmachen und zack rauf, sondern schön selber gemacht. So die Soße drauf endlich nach. Schöne geröstete Zwiebeln drauf. Koriander, gibt eine schöne Frische. Früher mochte ich das nicht. Das gibt so diesen typischen asiatischen Charakter. Sehr schön, sehr frisch, gesund. Wir hatten auch Diskussion eben mit scharf oder nicht scharf. Ich habe gesagt, leicht bis mittel. Hat schon gut Wumms. Das Hähnchen butterzart. Wäre auch so sympathisch, Mann. Geil. Einfach geil. Manchmal bin ich enttäuscht, wenn das Hähnchen nicht paniert ist. Hier muss aber nicht. Absolut nicht geil, jo. Lauchzwiebeln, das ist ohne Witz. Das hat alles das Ding. Frische, Geschmacksexplosion durch die Soße, geiles, zartes Chicken, diesen knackigen Salat. Ich schwör's euch, ich würde sofort hier jeden Tag wiederkommen. Das beste Erdnusshähnchen, was ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Könnte aber auch Sesam sein, weil es ganz verrückt, das ist so ganz leicht nur Erdnussgeschmack. Das könnte in der Tat auch Sesam sein. Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist ganz krank. Auf jeden Fall Top 3 meiner asiatischen Essenserfahrungen, die ich bisher im Leben hatte. Ganz krank. Das werde ich hier auch nochmal sagen. Ja. So Leute, ich habe jetzt gerade noch mit die Chefin. Also ich muss sagen, das war das beste Hähnchen mit Erdnuss bzw. oder auch Sesam. Ich wusste jetzt nicht genau, dass ich hier gegessen habe. Ja, das freut mich, dass es hier geschmeckt hat. Ja, also das war echt sehr, sehr gut. Also ich kann euch nur empfehlen, Leute, als Hamburger für Hähnchen oder generell asiatisch, dieser Stand oberheftig. Wirklich, richtig geil. Danke fürs Essen. Gerne. Und dann werden wir uns nochmal den Afrikaner hier gönnen. Alles klar. Dankeschön. My German is not very good, it's fishy. That's not the problem. My English is very good. Okay. Leute, ich habe hier schon mal von außen gesehen, die Bilder, the pictures I can see here are amazing. If the food give me the same like the pictures, the smell. Exactly. It's the best day in this year. Guckt euch mal an, wenn ihr hier vorbeikommt, Leute, und ihr guckt diese Bilder an schon mal. It's important that it smells like the picture. It's exactly, it's like the picture. Yeah. It smells like the picture. And it looks like the picture too. Yeah, it looks like the picture too. Everything. Okay. Oh, guckt und das hier, Leute. Und das hier, guck mal, das hier macht mich richtig an. This is Rolex. It's called Rolex. You have a Rolex or two? I'm looking for one. Yes, I'm two. Also, Leute, die Sachen sehen ja derbe gut aus. So, this is East African kitchen. Geil. Okay, then I will taste the Rolex and crispy fried chicken. That's pommes and cooked banana. Cooked banana? Yeah, with pommes and cooked banana. Oh, nice. And what's this? That's happy belly. Yeah. It's with chicken too? Yeah, it is with roasted chicken. Then I taste these three ones I will taste. Okay, my friend, I make it. Oh, you use bio? Yeah, it's a bio truck. You can even see our sunflower is bio. It's 100% bio. Everything is bio? Yeah. Everything, yeah. Du machst mich fertig, Mann. Yeah. Oh, yeah. Wie heißt das auf Englisch? You f*** my brain? Yes, I can say. Because I love bio. My second name is Holle Bio. The bio one. Okay. Very nice guy. Very nice guy. Also ich glaube, das Video wird nach diesem Truck enden, wenn ich die drei Dinger mir reingehauen. Ich glaube, eigentlich wollten wir 4-5 Trucks, ne, Ahmed? Von außen noch mal, das hier halt so ein kleiner Markt, würde ich jetzt mal sagen. Für dich, Marcel, ganz langsam für meinen Cutter hier, Mike. Das so geil. Meckert immer, dass ich zu schnell filme. Ich bin zu hektisch. Und hier ist dann der African Stand. Hier, Leute, Ehrenmänner, Foodflash, einmal abonnieren. Klausi, der rechte ist Klausi, der älteste Food-YouTuber in Deutschland. Klausin, kleines Mäuschen, komm ins Häuschen. Aber er sagt, die werden unser Leben verändern. Der hat schon auf gewisse Weise mein Leben verändert. Da haben die Jungs recht gehabt. Der war echt anders gut, ganz anders gut. Was heißt Hai auf Englisch, Amir? Hai heißt Egg. Nein, Hai. Nicht Hai. Ach, Ei ist er denn? Ich denke echt, das Hai. Ja, ja. Was redest du? Hai. And high means in German. Als wäre das jetzt so der krasse Verhörer gewesen hier, sag mal. Das hört sich ja doch fast genau gleich an. Natürlich, I high. Du musst mal einfach den Jadak aus dem Mund rausnehmen.
Diese zwei Stände sollen angeblich mein Leben verändern. Sagen wir mal so. Ob das der Fall ist, werde ich nach den drei Gerichten hier sagen. Vielleicht belassen wir das bei dem Video einfach. Wenn die mein Leben verändert haben, belassen wir es bei dem Video. Und sonst nicht. Oder vielleicht doch. Brot ist tatsächlich so, ich mache ja oft Teigfladen auch bei mir oder Brot, ich mache mein Dürrenbrot selber und sowas. Das sah für mich wirklich so aus wie Brot, das ich zu Hause selber mache. Und es schmeckt tatsächlich auch so. Leute, lassen wir das erstmal offen. Wir gehen zum nächsten Mal. Ich möchte da noch gar kein Wort drüber verlieren, kriegt ihr später von mir. Sorry, what is the next one we could try? Heavy Belly. Okay, I'm looking forward. Also, als nächstes gibt es Fried Chicken. Wird gerade zubereitet und dann gucken wir da mal, wie der Hase läuft. Darf ich fragen, wie habt ihr drei euch kennengelernt? Wir haben uns in Helsinki kennengelernt. Aha. So, und jetzt seid ihr drei quasi unzertrennlich, könnte man sagen. Im Moment. Ja. Da gucke ich mir das an, Leute, weiß ich direkt schon, dass das schmecken wird. Soße ist geil. Bon Appetit. Thank you. You're welcome. So Leute, es sieht geil aus. Ich habe euch schon gesagt, so rein von der Optik, vom Feeling, von den Zutaten. Genau das, wo ich Bock drauf habe. We meet two new friends here. Those two guys. Now we are also friendly. Kochbananen habe ich schon intensiver gegessen. Hähnchen, sehr geil. Schön angeröstet. Ist nicht leicht. Krieg die richtige Röstung rein, verbrenne es nicht. Mach es richtig. Das muss knuspern. Schön intensives Aroma dadurch. Geil. Nackige Pommes. What's the name of this? That's Bailey. Bailey. Yes. Bailey. You want to taste? Yeah, why not? Okay. Feel like your home. Yeah. I feel like it. Aber auch die Kochbanane, schön knusprig. Das hat schon ein gutes Feeling. Vom Biss her auch super, das hier. Super. Auch hierfür Benotung am Schluss. Ahmed, zuerst mal Kochbanane. Erste Mal. Was sagst du? Cool, ne? Müssen wir mal woanders noch mal essen, habe ich schon deutlich besser gegessen. Muss man einfach fairerweise sagen, ja. Und jetzt geht's zur Runde 3, Fried Chicken. Wir gucken mal, wie wir das zubereiten. Ich werde jetzt einfach mal ganz barbarisch mit den Händen essen. Ich habe gerade so ein bisschen von der Soße gemacht. Mega Frucht, die hat auch gesagt, dass er irgendwie mit Obst arbeitet. Bei einer Ananas gesagt, aber das kann nicht sein. Sorry, what kind of fruit is in the sauce? In the sauce? The sauce, that's the mango habanero and mango ginger. We make it ourselves. Thank you. Mango auf jeden Fall drin. Mango und Habanero. Für mich nicht genau rauszuschmecken, aber es schmeckt einfach geil frucht. Diese Soße ist ein Gegner, kann ich euch sagen. Die Kochbanane, wie es Früchte so an sich haben, da schmeckt das eine so, das andere so, eine Staude anders als die andere. Hier ist der Geschmack viel intensiver von der Banane als eben. Ich werde jetzt noch Zähne essen. Ich habe hier gerade gar nichts zu sagen, erstmal. Wir werden die gesamte Bewertung kriegen von den Gerichten. Nochmal ein, zwei Worte von mir jetzt am Schluss. Dann werden wir Nägel mit Köpfen jetzt machen. Abschlussbewertung. Der erste Foodtruck mit dem Sesamchicken kriegt von mir eine 9 von 10 Punkten. Ich würde auch noch ein bisschen höher bewerten, aber das ist das erste Mal asiatisch so wirklich, dass ich es bewerte. Oder eins der ersten Mal möchte ich die Messlatte nicht zu hoch werden. Dann möchte ich noch Luft nach oben lassen. Topladen. Wirklich einfach Baba. Jetzt zum afrikanischen Foodstand. Die Aussage von Jungs vom Foodflash, diese Läden sollen euer Leben verändern. Beim ersten Laden, okay, gehe ich irgendwo konform. Bei Nummer 2, ich mache zwei große Unterschiede zwischen gesunden Sachen und ungesunden Sachen. Wisst ihr, ich ziehe manchmal eine Bewertung von 6,5
5 Punkten eine Bewertung von 9 vor, wenn ich mich privat entscheide, wo ich essen gehe. Dann nehme ich manchmal lieber 6,5, ist gesund, aber vielleicht nicht ganz so schmackhaft. Ist wie halt ein Salat mit Chicken, so, das ist man manchmal nicht so gern wie ein Chickenburger. Schmeckt halt nicht ganz so bombastisch. Gericht Nummer 1, Rolex. Das Brot war für mich irgendwo gewollt, aber nicht gekonnt. Das ist so, wie wenn ich es zu Hause mache. Ist zwar self-made, schmeckt natürlich, alles in Ordnung, aber mehr als 6 Punkte kann ich dafür nicht geben, weil einfach der Geschmack fehlt. Nummer 2, Bailey war das, ne, Ahmed? Bailey. Baba Chicken, wirklich super gut, aber Salat, einfach, das war nicht abgestimmt für mich, das heißt, Salat drin, die Pommes, die Kochbananen für sich im Einzelnen, vielleicht alles okay, das Chicken war herausstechend, aber auch nicht mehr als vielleicht 6,3 Punkte für mich. Letztes Gericht, das Chicken, auch da fehlt einfach der Wumms. Geile Soße, wenn du sie so probierst, aber auf dem Chicken geht's unter. Deshalb für mich, sagen wir im Schnitt, auch da zwischen 6 und 6,5 Punkten rein vom Geschmack. Aber wo ich auf jeden Fall wieder essen gehen würde, fitnesstechnisch, diese Rolex, Ei, Chicken da drin, Bio, okay, ist frittiert, aber wenn man dann was Saftiges will, absolut wieder, ich würde wieder essen gehen, 100%. Nicht falsch verstehen, aber wenn man nur diesen Geschmack will, ist es nicht ganz oben mit dabei. Ich danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, den Daumen oben glühen lassen und die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.